Guten Abend. Hi. Vielen Dank. Hexenkessel-Mainz, vielen Dank für diesen frenetischen, überfallartigen Applaus. Ich freue mich sehr, hier zu sein, zum ersten Mal im Dreisat-Festival. Mein Name ist Vinz Ebert und es stimmt tatsächlich, ich bin wirklich Physiker. Ich habe vor über 12 Jahren mein Studium als Diplomphysiker abgeschlossen. Also man kann sagen, ich bin nach Oskar Lafontaine und Angela Merkel der dritte deutsche Physiker, der sein Geld im Bereich Kabarett und Comedy verdient. Das heißt, ich bin Wissenschaftskabarettist und bin seit 10 Jahren auf der Bühne. Und das ist bitter nötig, weil das mathematisch-physikalische Grundwissen in Deutschland ist ja katastrophal. PISA-Studie, wir kennen diese Ergebnisse alle, 34% der deutschen Realschüler sind davon überzeugt, dass sich die Nordhalbkugel entgegengesetzt zur Südhalbkugel dreht. Ja, an der Stelle empfehle ich eine Klassenfahrt zum Äquator. Breitbeinig drüber stellen, gucken, was passiert. Gut. Ja. Einige lachen jetzt, denken sich 34%, das kann ich mir nicht vorstellen. Es wäre ja mehr als die Hälfte. Ja. Und das zeigt auch, in den gebildeten Schichten herrscht Nachholbedarf. Kann mich erinnern, vor ein paar Jahren bei der letzten Bundestagswahl haben ganz viele Spitzenpolitiker von einem Quantensprung in der Arbeitsmarktpolitik gesprochen. Klingt immer sehr großartig, Quantensprung in der Arbeitsmarktpolitik. Physikalisch gesehen ist ein Quantensprung definiert als die kleinstmögliche Zustandsänderung, meist von einem hohen auf ein niedriges Niveau. Das ist ein Quantensprung. Gut, ich meine, ich sage mal, eine hohe Arbeitslosigkeit ist ja auch nicht mehr nur schlecht. Ja, in Sachsen-Anhalt zum Beispiel haben sie praktisch keinen Berufsverkehr. Ne? Das, ja. Ja, und deswegen bin ich auf die Bühne gegangen. Mein aktuelles Programm trägt den Titel Denken lohnt sich. Das ist ein bisschen gewagte These. Wer glaubt denn, dass sich Denken lohnt? Mal vielleicht kurz Handzeichen? Boah, das sind eher die Frauen, würde ich sagen. Ja, das ist, ja, Gegenprobe, wer glaubt, dass sich Denken nicht lohnt? Okay, und wer hat die Frage nicht verstanden? Ich meine, wir tun ja alle ziemlich viel, um das Denken zu vermeiden. Ja? Alkohol, Drogen, Meditationsseminare. Ja? Oder schlicht und einfach Fernseh gucken, die vielleicht größte Bastion der Denkfreiheit. Ja? Vor ein paar Monaten gab es bei Wetten, dass eine Saalwette, mussten die Leute 300 Klotüren vor das Freiburger Münster schleppen. Ich meine, kein Wunder, dass uns die Taliban nicht ernst nehmen. Ich meine, wenn Sie schon nicht denken wollen, dann ist die effektivste Methode immer noch Sex. Ja? Im Moment des Orgasmus verfällt das Gehirn in so eine Art Energiesparmodus. Ja? Das heißt also, die Großhirnrinde wird wirklich schlicht und einfach runtergefahren. Deswegen auch die Redensart, das Hirn aus dem Kopf vögeln. Das heißt also, genau genommen ist Sex eigentlich die einzige Methode, was Intelligentes zu erschaffen, ohne dabei zu denken. Erklären Sie es ihm nicht, dann muss er selber drauf kommen. Zum Thema Denken und Intelligenz bei Männern gibt es übrigens eine sehr interessante Untersuchung. Und zwar hat man Männer einen IQ-Test machen lassen und hat sie nach dem Ergebnis, bevor sie das Ergebnis bekamen, gefragt, wie sie sich selber denn so einschätzen würden. Und das Interessante war, diejenigen Männer, die sich am intelligentesten eingeschätzt haben, hatten das schlechteste Testergebnis. Das heißt also, doofe Menschen sind unter anderem deswegen doof, weil sie glauben, dass sie clever sind. Und so Typen kennen wir alle. Ja? Mein Nachbar, wenn Sie den fragen, was ist das Hauptproblem an der heutigen Gesellschaft, mangelndes Wissen oder mangelndes Interesse, kommt sowas wie, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Ja? Ich meine, vielleicht hat es ja auch rein mechanische Gründe. Je größer die Klappe, umso weniger Raum bleibt fürs Gehirn. Ja?
Albert Einstein hat das Ganze ein bisschen wissenschaftlicher ausgedrückt. Der hat gesagt, der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt. So. Ich muss mal ganz kurz, wahnsinnig heiß hier. Ja, das gerade eben, was Sie gesehen haben, war Wissenschaft. Mhm. Wissenschaftliches Denken ist eigentlich nichts anderes als eine Methode zur Überprüfung von Vermutungen. Und das habe ich gerade eben gemacht. Also ich habe vermutet, in diesem Kühlschrank könnte noch Bier sein. Und dadurch, dass ich nachgeguckt habe, habe ich im Prinzip schon eine Vorform von Wissenschaft betrieben. Das ist zum Beispiel auch der große Unterschied zur Theologie. In der Theologie werden Vermutungen in der Regel nicht überprüft. Hm? Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur sage, im Kühlschrank ist Bier, bin ich Theologe. Hm? Wenn ich nachgucke, bin ich Wissenschaftler. Hm? Wenn ich nachgucke, nichts finde, aber trotzdem behaupte, es ist Bier drin, dann bin ich Esoteriker. Fragen sich wahrscheinlich einige, was mache ich, wenn dieser Kühlschrank abgeschlossen ist? Dann muss ich versuchen, die Wahrheit anderweitig rauszufinden. Ich kann dran rütteln, ich kann ihn wiegen, ich kann ihn mit Röntgenstrahlen durchleuchten, ich kann das Ding sogar abfackeln und danach die Verbrennungsprodukte auf Bier untersuchen. Das ist natürlich alles extrem langwierig und aufwendig. Deswegen kann ein Esoteriker in 5 Minuten auch mehr Unsinn behaupten, als ein Wissenschaftler in seinem ganzen Leben widerlegen kann. Aber selbst wenn ich alle möglichen Experimente durchgeführt habe, habe ich nie die volle Gewissheit, ob in diesem blöden Kühlschrank tatsächlich Bier ist. Ein Restzweifel bleibt immer, weil ich mit jedem Experiment immer nur einen kleinen Teil von der Wirklichkeit sehen kann. Ja, das ist der Grund, weshalb es in der Wissenschaft kein absolut gesichertes Wissen gibt. Das ist so ein bisschen wie in einer Partnerschaft auch. Ja, meine Oma hat immer zu mir gesagt, Bub, Beziehung ist der Zeitraum im Leben, bis was Besseres auftaucht. Meine Ex-Freundin, die Gudrun, weiß jetzt gar nicht, wie ich drauf komme, mit der habe ich mich ständig über solche Sachen unterhalten. Erst neulich über die Frage, womit schnurren Katzen? Gudrun hat gesagt, womit werden die schnurren? Mit den Stimmbändern. Aber hat so eine Katze überhaupt Stimmbänder? Und selbst wenn ja, dann müssen sie weiter unten liegen, weil das ist der Bereich, wo es bei der Katze von der Gudrun geschnurrt hat. Gut, ich hätte jetzt aufschneiden und reingucken können, aber dann hätte sie nicht mehr geschnurrt. Gudrun hat dann irgendwo nur gesagt, ist doch wurscht, womit die schnurrt, Hauptsache die fühlt sich wohl. Aber woher willst du denn wissen, dass sie sich wohl fühlt? Weil sie schnurrt. Aber Katzen schnurren doch auch, wenn sie verletzt sind, fühlen die sich dann auch wohl? Und da hat sie mich angeguckt, hat gemeint, Vince, ich habe den Eindruck, du weißt überhaupt nichts. Und da hat sie endlich mal recht gehabt. Ich weiß, dass ich nichts weiß, hat schon Sokrates gesagt. Und daran hat sich bis zum heutigen Tage eigentlich gar nicht so viel geändert. Wie zum Beispiel kam das Leben auf die Erde? Was war vor dem Urknall? Warum und womit schnurren Katzen? Das ist bis zum heutigen Tage nicht geklärt. Und warum kotzen die immer nur auf den Teppich und nie aufs Parkett? Der am besten gesicherte Teil unseres Wissens besteht immer noch darin, was wir nicht wissen. Und deswegen teilen die wirklich richtig schlauen Leute dieses Nichtwissen sogar noch ein. Erste Kategorie, bekanntes Nichtwissen. Mit welchem Organ schnurren Katzen? Präzise Frage, die Antwort ist noch nicht bekannt, aber prinzipiell lösbar. Zweite Kategorie, unbekanntes Nichtwissen. Gibt es im Universum noch andere Katzen? Die Frage kann man stellen, aber wir haben keine Möglichkeit, es rauszufinden. Dritte Kategorie, unbekanntes, von dem wir noch nicht mal wissen, dass es unbekannt ist. Ja, da würde ich Ihnen jetzt gerne ein Beispiel geben, aber dann würde es nicht mehr in die Kategorie fallen. Mein Nachbar, der kennt sogar noch eine vierte Kategorie, scheiß der Hund drauf. Ja.
Und im Endeffekt hat er gar nicht so Unrecht. Was zum Beispiel, glauben Sie, ist die erfolgreichste Spezies auf unserem Planeten? Der Mensch? Im Gegenteil, Bakterien und Mikroorganismen. Also paradoxerweise eigentlich genau die Lebewesen, die jetzt nicht unbedingt für ihre Geistesblitze bekannt sind. Einzeller, Flechten oder Amöben existieren seit Milliarden von Jahren, weil sie genau ein Lebensmotto haben. Ball flach halten, keinen Stress, möglichst wenig denken. Das ist der Schlüssel zu einem langen Leben. Deswegen sterben die Dummen auch nie aus. Ist natürlich klar. Überblick behalten ist unglaublich schwer. Wenn der Vogelstrauß zum Beispiel eine Gefahr sieht, steckt er seinen Kopf in Sand. Dann ist die Gefahr weg, weil er sie nicht mehr sieht. Warum macht er das? Weil beim Vogelstrauß die Augen größer sind als das Gehirn. Gut, einige Frauen sagen, Mensch, mit so einem Typen bin ich zusammen. Ich meine, rein körperlich gesehen ist ein großes Gehirn so ziemlich das Lästigste, was es gibt. Wenn Sie mal überlegen, 20% der gesamten Energiezufuhr gehen direkt in die Birne. Ob Sie wollen oder nicht. Und für die wirklich wichtigen Tätigkeiten, wie Essen, Trinken, Schlafen, Verdauung, Fortpflanzung, reicht Ihnen im Prinzip das Rückenmark. Warum also leistet sich die Evolution so eine unglaubliche Verschwendung? Weil wir Menschen sonst nichts anderes gut können. Ich meine, praktisch jedes Lebewesen ist uns in irgendeiner Eigenschaft haushoch überlegen. Eine Languste zum Beispiel kann das Magnetfeld der Erde so empfindlich wahrnehmen, dass sie von jedem beliebigen Punkt im Meer wieder zurück nach Hause findet. Ich bin in einem normalen Parkhaus schon überfordert. Oder es gibt eine Tintenfischart, da besitzt das Männchen einen Begattungsarm, der sich vom eigentlichen Körper abtrennen kann. Wirklich, der schwimmt dann mit dem Samen alleine weg und befruchtet selbstständig die Weibchen. Ja, im Endeffekt eine super Sache, ja? Wenn zum Beispiel die Paarungszeit genau mit dem Bundesliga-Start zusammenfällt. Ja, und was können wir? Ja, wir können nicht besonders gut hören oder riechen, sind kümmerlich behaart, also zumindest die meisten. Ja. Keine Giftdrüsen, keine Reißzähne. Als wir vor 2 Millionen Jahren auf der Bildfläche erschienen sind, da hätte jede Marketingabteilung schon vor der Serienproduktion gesagt, aufrechter Gang braucht kein Mensch. Aber trotzdem haben wir uns vermehrt wie die Karnickel. Wir haben Herden gebildet, haben das Rad, die Pockenschutzimpfung und schließlich sogar den elektrischen Fensterheber erfunden. Weil wir nichts besonders gut können, außer denken. Das ist unsere evolutionäre Nische. Insofern finde ich es immer wieder erstaunlich, wieso so wenige Leute machen. Gehen wir nochmal zum Thema Politik zurück. Unser Bundeswirtschaftsminister Michael Kloß hat vor ein paar Jahren wörtlich gesagt, ich hoffe, dass es meinem Land nie so schlecht geht, dass es auf Menschen wie mich zurückgreifen muss. Michael Kloß, der Sokrates unter den Politikern. Ich glaube, der fragt sich bis zum heutigen Tag, wie es sein kann, dass die CSU in einem Wahlkreis 80% der Stimmen bekommt, obwohl die Wahlbeteiligung nur bei 60% liegt. Das kriegt er nicht hin. Ja, und dieses Denken ist ja durchaus parteiübergreifend. Ja. Gerhard Schröder, die Älteren können sich noch daran erinnern. Ja. Schröder war für mich der erste Bundeskanzler, bei dem ich den Eindruck hatte, dass er sich eigentlich nicht so richtig für Politik interessiert, oder? Deswegen hat er damals ja auch den Kirchhoff fertig gemacht. Können Sie sich noch erinnern? Paul Kirchhoff, Professor für Steuerrecht, hat damals für die CDU relativ intelligentes Steuerkonzept vorgestellt, ist damit gnadenlos gegen die Wand gefahren, weil ihn Schröder damals als Kirchhoff den Professor bezeichnet hat. Das hat der als Beleidigung gemeint, ja? Da fordert die SPD seit Jahrzehnten Bildung für alle und wenn dann einer ernst macht, ist es auch nicht recht. Ja? Oh, merk schon, die Stimmung ist gerade so ein bisschen am... Begrüße an der Stelle auch die SPD-Ortsgruppe, hallo. Kopf hoch, kommen mal wieder bessere Zeiten. Ja? Wer es glaubt.
Bei den alten Griechen war das noch vollkommen anders. Platon hatte noch die Idee, dass die Politik eines Landes von der geistigen Elite bestimmt werden sollte. Und heute einen Müllermeister als Wirtschaftsminister. Es ist ungefähr genauso, als würde der Stoiber jetzt als Logopäde anfangen. Das ist in der freien Wirtschaft natürlich vollkommen anders. Ja, und da kann ich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war nämlich nach meinem Studium ein paar Jahre in der freien Wirtschaft tätig, und zwar als Unternehmensberater. Hört sich ein bisschen komisch an, Physiker in der Unternehmensberatung. Der große Vorteil aber ist, als Physiker verstehen Sie von Beratung zwar genauso wenig wie ein BWLer auch, dafür aber in der Hälfte der Zeit. Und das liegt im Endeffekt daran, weil der Physiker in Formeln und der BWLer in Floskeln denkt. Ja. Im Marketing zum Beispiel sagen sie nicht, die neue Dr. Best Schwingkopf ist bei den Leuten relativ bekannt, sondern sie sagen, wir sind top of mind im relevant set der Dental Care. Ja. Das ist Marketing, da wird Klartext geredet. Ja. Und das Interessante ist, dass Leute aus dem Marketing das auch im ganz normalen Leben verwenden. Also ein Werbeleiter zum Beispiel, der gibt einer Frau nicht einfach nur seine Telefonnummer, nein. Der hinterlässt ein klassisches Response-Element im Zuge von einer Go-Ahead-Kampagne. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie in diesem Bereich arbeiten, Sie nehmen diese Sprache an, ob Sie wollen oder nicht. Das war bei mir genauso. Einmal muss ich in so einen Fotoladen rein, Passbild machen lassen. Kam da rein, lächelte die Verkäuferin an und auf einmal höre ich mich sagen, Entschuldigung, ich bräuchte ein paar Close-Ups für meinen Reisepass. Schwarz-Weiß ist basic, aber Farbe wäre halt nice to have. Mit der Deadline, gut, da müssen wir uns jetzt erstmal committen, aber ich würde einfach mal sagen, as soon as possible. Tja, die Verkäuferin hat mich so ein bisschen verwirrt angeguckt und mir in so einer Art Übersprungshandlung erstmal den Katalog mit den Hochzeitsbildern gezeigt. Gut, ich habe kurz drüber geblättert und dann hat sie gesagt, Hochzeitsbilder im Reisepass, gut, ist jetzt am Grenzübergang nicht unbedingt der klassische Door-Opener. Gut, man rein von den Produktfeatures her gehe ich prinzipiell mit Ihnen völlig d'accord. Aber rein von der Tonality vom Keyvisual, da penetriert so ein Hochzeitsbild meiner Meinung nach viel zu viel Emotions in der Target Group. Da sehe ich keinen Benefit on top. Und zum Schluss stehen wir da mit einer riesen Awareness, aber die Credibility ist am Arsch. Gut, natürlich haben BWLer auch Fähigkeiten, da träumen wir Physiker von. Zum Beispiel die spontane Gesprächsführung aus dem geistigen Nichts heraus. Früher hieß das weicher Keks, heute Soft Skills. Und es ist natürlich aus naturwissenschaftlicher Sicht hochinteressant, Menschen, die aus dem vollkommen Nichts heraus Energie, also in Form von heißer Luft, erzeugen können. Ich meine, genau so hat es ja vor 14 Milliarden Jahren alles angefangen. Ja. Der Urknall wurde nicht von Gott gezündet, sondern von der Unternehmensberatung, die gerade bei dem Haus war. Natürlich. Da waren 7, 8 Jungs von McKinsey, ja, zusammen mit dem Schöpfer im Meeting gesessen, ja, haben sinnlos vor sich hingebrainstormt. Ja, und auf einmal sagt einer aus dem Nichts heraus, wir müssen expandieren, und pfsch, ist das losgegangen. Und seitdem sind die BWLer erfolgreich, weil sie sich im entscheidenden Moment keinen großen Kopf machen. Extrem wichtig bei Entscheidungen. Im Gegensatz zu uns Physikern. Wir Physiker tun uns, vielleicht weil wir oft einen Tacken zu viel denken, im normalen Leben oft ein bisschen schwer. Mein Astronomieprofessor zum Beispiel hat grundsätzlich seinen Kaffee nicht umgerührt, weil er nicht aktiv die Unordnung im Universum zerstören wollte. Oder als ich zum ersten Mal an der Uni in ein Physiklabor gekommen bin, habe ich ein Schild mit der Aufschrift gelesen, bitte nicht mit dem verbleibenden Auge in den Laser gucken. Ja, wir Physiker sehen die Welt unter einem ganz anderen Auge.
wenn ich so nach einem Auftritt im Hotelzimmer gut gelaunt den Fernseher aus dem Fenster werfe. Dann mache ich das nicht, weil ich mit Drogen vollgepumpt bin, sondern weil ich die Newtonschen Bewegungsgesetze überprüfen möchte. Wenn ich Anfangshöhe, Abwurfwinkel und Anfangsgeschwindigkeit kenne, kann ich ganz exakt ausrechnen, wo genau dieser Fernseher auf dem Parkplatz aufschlägt. Und da zahle ich auch mal gern 12 Euro für die Mediennutzung. Wenn ich dann morgens gefragt werde, hatten Sie Pay-TV? Nur ganz kurz. Aber schon in der Welt der Elektronen sieht die gleiche Aufgabe vollkommen anders aus. Wenn Sie ein Elektron aus einem Hotelzimmerfenster werfen, haben Sie keine Chance herauszufinden, wo genau das auf diesem Parkplatz aufschlägt. Der Grund liegt an der Heisenbergschen Unschärferelation. Das Lieblingsthema auf Partys. Also auf Physikerpartys. Die Heisenbergsche Unschärferelation sagt, wenn ich weiß, wo sich ein Elektron befindet, habe ich keine Chance herauszufinden, was es macht. Und wenn ich weiß, was es macht, habe ich keine Ahnung, wo es ist. Das ist so ein bisschen wie im normalen Leben auch. Angenommen sind Manager, fahren mit ihrer Sekretärin zu einer Tagung nach Gütersloh. Dann weiß ihre Frau zwar genau, wo sie sind, was sie machen, hat sie keine Ahnung von. Ein paar Wochen später findet sie in ihrem Hemdkragen Lippenstift. In dem Moment weiß sie genau, was sie gemacht haben, aber sie hat keinen blassen Schimmer wo. Das ist Heisenbergsche Unschärferelation. Realität ist eine Illusion. Ja, gut, auf der anderen Seite, darauf ist unser gesamtes Denken auch ausgerichtet. Unser Gehirn ist darauf spezialisiert, Strukturen und Ordnungen zu erkennen. Und die Realität nicht eins zu eins abzubilden, sondern zu interpretieren. Kleines optisches Beispiel. Was sehen Sie hier? Würfel. Ja, also ein Würfel ist ja eigentlich ein dreidimensionales Objekt. Aber jetzt passen Sie mal auf. Da ist nichts. In Wirklichkeit sehen Sie 12 schwarze Linien auf einem weißen Blatt Papier. Der Würfel ist eine reine Interpretation von Ihrem Gehirn. Das zum Beispiel ist exakt die gleiche Information. Falls Sie übrigens hier auch einen Würfel erkennen können, sollten Sie einen guten Neurologen aufsuchen. Der Grund für diese optischen Täuschungen liegt natürlich hier oben. Wussten Sie, dass nur etwa 1% der gesamten Informationen, die auf unserem Auge auftrifft, auch tatsächlich ins Gehirn weitergeleitet wird? Das heißt, über 99% der gesamten optischen Realität schustert sich unser Gehirn selbst zusammen. Insofern ist es eigentlich ein Wunder, dass wir jeden Morgen unseren Partner wieder neu erkennen können. Das ist eine unglaubliche Leistung, gleichzeitig auch ein großer Nachteil, ab und an, weil unser Gehirn natürlich auch dann Strukturen und Ordnungen erkennt, wenn es überhaupt keine gibt. Wärme dehnt die Dinge aus, deswegen sind diese Tage im Sommer länger. Ja. Klingt logisch, ist aber falsch. Ja? Und deswegen seien Sie kritisch und glauben Sie nicht alles. Wenn die Ampel rot ist, fahren Sie drüber, es könnte eine optische Täuschung sein. Ja? Diese kritische Grundhaltung, die hatte ich schon sehr, sehr früh in meiner Kindheit. Ich kann mich erinnern, in der Schule habe ich mal meinen Chemielehrer gefragt, wie viel wiegt ein Kubikmeter Blei? Da sagt er zu mir, frag mich was Leichteres. Ja. Gut, ich muss natürlich auch dazu sagen, ich bin auch in den 70er Jahren in die Schule gegangen und damals war meine feste Überzeugung, ein Wissensvorsprung der Lehrer gegenüber den Schülern verstößt ganz eindeutig gegen das Gleichheitsprinzip. Es gab auch damals diesen klassischen Witz, was hat einen IQ von 90 und besucht regelmäßig die Schule? 3 Sportlehrer. Ja, und das war für mich besonders schlimm, weil ich hatte schon immer diesen Hang zu den Wissenschaften. Beim Kinderfasching bin ich zum Beispiel grundsätzlich nie als Cowboy oder Indianer gegangen, sondern als Magnet. Ja? Ich habe einfach alles angezogen, was im Schrank war. Ja, in der Pubertät bin ich kritischer geworden. Da bin ich einmal beim Rosenmontagsumzug als Atompilz gegangen. Das hat die Leute ganz schön gespalten. Ja,
Nein, ich wollte schon immer mein Wissen auch weitergeben, nicht nur an meine Mitschüler. Ich habe zum Beispiel versucht, meinem Wellensittich das Prinzip des Faradayschen Käfigs beizubringen. Auch Rechnen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe zum Beispiel von den James Last Kassetten von meinen Eltern, habe ich von allen Kassetten die Bandgeschwindigkeiten berechnet. Die ergibt sich Bandlänge geteilt durch die Laufzeit. Laufzeit 45 Minuten, Bandlänge 12,5 Mal von der Küche ins Bad und wieder zurück. Grund für diese Experimentierfreude liegt vielleicht so ein bisschen auch in meiner Herkunft begründet. Ich komme ja ursprünglich, trotz meines leicht hessischen Akzents, aus Bayern. Genauer gesagt aus dem bayerischen Odenwald, aus Amorbach. Kennt man sie ja? Amorbach? Ja. Viele kennen Amorbach wegen dieser berühmten Barockorgel. Die wenigsten wissen aber, dass in Amorbach die vielleicht wichtigste Innovation der Kommunikationstechnologie erfunden wurde. Das Dosentelefon kommt aus Amorbach. Ja? Kennt man das noch? Dosentelefon? Zwei Konservenbüchsen, eine Schnur und damit unterhält man sich in Amorbach nach wie vor von Haus zu Haus. Gut, wobei sich natürlich auch da mittlerweile das mobile Telefonieren durchsetzt. Also viele lassen die Schnur weg und reden einfach lauter. Für alle, die jetzt geografisch nicht ganz so fit sind, Amorbach liegt direkt am Dreiländereck Bayern, Baden-Württemberg, Hessen. Also eine sehr, sehr spannende, aufregende Gegend. Falls man auf Forstwirtschaft steht. Ja. Auf der anderen Seite, was kann es Schöneres für ein Kind geben, als auf dem Land groß zu werden, oder? Es ist alles noch so intakt. So Begriffe wie Familie, Freundschaft, Inzucht. Das kennt man in Großstädten ja kaum noch. Und wenn dein Cousin gleichzeitig dein Onkel, Bruder und Schwibschwager ist, dann muss man sich schon weniger Geburtstage merken. Ja? Ja, freut mich, dass das hier so gut ankommt. Vor 3 Wochen in Amorbach hat da keiner gelacht. Nein, ich wollte schon immer raus ins große Leben. Ich bin deswegen auch nach meiner Schulzeit über die grüne Grenze nach Hessen geflüchtet und wohne mittlerweile seit x Jahren schon in Frankfurt. Wobei ja Frankfurt auch einen sehr schlechten Ruf hat, wenn man so auf Tour ist. Wird ganz häufig gesagt, der typische Frankfurter ist unfreundlich, spricht einen fürchterlichen Dialekt und hat keine Aufenthaltsgenehmigung. Negatives Image von Frankfurt ist ganz klar durch die hohe Kriminalitätsstatistik begründet. Ja, ist wahrscheinlich bekannt, Frankfurt ist von der Statistik her die kriminellste Großstadt Deutschlands. Böse Zungen behaupten, Frankfurt am Main ist so kriminell, eigentlich müsste es an der Oder liegen. Ja. Natürlich hat Frankfurt auch Vorteile. Ja. Also das Kulturangebot, also kein Vergleich mit Amorbach. Ja, das, ja, ja. Ich war vor einigen Monaten in Frankfurt auf dieser langen Nacht der Museen. Kennen Sie vielleicht, lang nach dem Museen, 40.000 Leute strömen in die Kunsthallen. Da schaut man sich so einen Peter Bruegel an und denkt sich, stehen die Bauern jetzt davor oder ist das schon das Bild? Ja. Peter. Peter Bruegel ist bekannt. Das war dieser niederländische Maler, der diese opulenten Bauernszenen gemalt hat. Und wenn man das weiß, war der Satz vorher noch viel lustiger. Na gut, man muss sich auch nicht groß mit Kunst auskennen. Ich meine, gerade diese modernen, abstrakten Sachen, ja, die sind ja teilweise extrem abstrakt. Ja. Ja, bei mir in der Straße wohnt so ein moderner Bildhauer, der bearbeitet einen unbehauenen Klotz aus Steinen so lange, bis er ganz zum Schluss aussieht wie ein unbehauener Klotz aus Steinen. Ja. Monatelang. Ja. Da hat der Spaß mit. Ja. Mein Nachbar sagt immer, Hauptsache der Typ ist von der Straße weg. Ja. Ja. Gut, ich gebe natürlich zu, wir Naturwissenschaftler neigen schon immer dazu, künstlerische Leistungen auch immer so ein bisschen zu belächeln. Das hat bei uns Tradition. Als mein alter Physikprofessor erfahren hat, dass ein ehemaliger Doktorand von ihm aus der Forschung ausgestiegen ist und jetzt erfolgreich Romane schreibt, hat er gesagt, Romane? Ich habe schon immer gewusst, der Junge hat keine Fantasie. Dabei waren früher gerade die Akademiker ganzheitlich gebildete Menschen mit Kenntnissen in Natur- und Geisteswissenschaften. Heute gibt es Studenten, die halten den Prager Frühling für eine Modemesse. Ja? Diese klassischen Generalisten gibt es heute einfach nicht mehr. Ja? Noch vor 200 Jahren haben die Barbiere die Zähne gezogen. Welcher Zahnarzt kann heutzutage noch Haare schneiden? Ja?
Ja, und auch von staatlicher Seite wird diese ganzheitliche Bildung nicht gefördert. Ich kenne einen Professor, dem wurden die Geldmittel gestrichen, mit der Begründung, sie forschen in viel zu vielen unterschiedlichen Bereichen. Kein Witz. Das heißt also, auch in der angeblich so freien Wissenschaft wird das Geld oft nicht an die klügsten Köpfe verteilt, sondern an die, die am lautesten schreien. Aktuelles Beispiel, die Klimaforschung. Und er wird ja richtig auf die Kacke gehauen. Auch seit Monaten sind die Zeitungen voll. Al Gore hat jetzt sogar den Friedensnobelpreis gewonnen. Selbst das Wissenschaftsmagazin Bild-Zeitung hat getitelt: Geheimer Klimabericht, wir haben nur noch 13 Jahre. Wir alle sind vollkommen verunsichert. Selbst mein Nachbar, den sonst überhaupt nichts interessiert, der lässt mittlerweile sogar nachts sein Eisfach offen, um die Erderwärmung aufzuhalten. Und überall steht's ja. Wir haben auf Kosten der Natur gelebt, haben diesen Planeten ausgebeutet und jetzt bekommen wir eben die Quittung, ist doch klar. Wir sind schuld. Weil wir sorglos unsere Ressourcen durch den Kamin blasen, scheißegal, was in 13 Jahren ist. Weil ihr euch versündigt habt. Und deswegen müsst ihr jetzt büßen. Weil ihr alle CO2-Sünder seid. Weil ihr alle warm duschen wollt, ihr Warmduscher. Weil es euch am Arsch vorbeigeht, was mit euren Eltern ist. Enkeln ist. Ruhe! Aber ihr könnt die Katastrophe noch aufhalten, wenn ihr Abbitte leistet. Mit Energiesparlampen. Aber ihr könnt noch mehr. Wenn ihr zu Hause einen Deckenventilator habt, schraubt die Flügel ab, dadurch verbraucht ihr viel weniger Strom. Und betreibt Emissionshandel, so wie es Sigmar Gabriel euch befiehlt. Sigmar Gabriel, der Schutzpatron des Biodiesels, sagt euch, ihr dürft weiter Porsche Cayenne fahren. Aber ihr müsst was tun dafür. Spart an anderer Stelle CO2. Durch Atmung. Haltet 6 Wochen lang die Luft an und ihr könnt einen Tag lang Porsche Cayenne fahren. Und ersetzt schon morgen ein Kohlekraftwerk durch eine Solaranlage. Die braucht zwar die Fläche von ganz Wiesbaden, aber der Mainzer sagt, das ist es mir wert. Entschuldigung, ich habe mich gerade so ein bisschen in Rage geredet. Ja, aber man kommt ja an diesem Thema Klimawandel zurzeit nicht mehr vorbei. Ja, überall sind die Zeitungen voll. Aber wie gut sind denn eigentlich wirklich die wissenschaftlichen Beweise, dass wir durch unseren CO2-Ausstoß in 13 Jahren den Eskimos endlich Kühlschränke verkaufen können? Ja? Und da sind sich praktisch alle seriösen Forscher vollkommen einig. Die Antwort lautet ein ganz entschiedenes Vielleicht. Klima ist ein hochkomplexes System aus Dutzenden von Einflussgrößen, die in kompliziertesten Wechselwirkungen miteinander stehen. Und jeder Mathematikstudent weiß, schon eine Gleichung mit 3 Unbekannten ist nicht lösbar. Während eine Begegnung mit 3 Unbekannten durchaus positive Ergebnisse erzielen kann. Das Einzige, was wir sicher wissen, ist, das Klima wandelt sich. In den letzten 30 Jahren sind die Temperaturen nach oben gegangen. Und das wird, wenn es so weitergeht, in einigen Bereichen auch ziemliche Probleme verursachen. Andererseits haben höhere Temperaturen auch ein paar positive Aspekte. Die Heizkosten weltweit werden sinken. Ganz Sibirien wird fruchtbarer werden. Und wenn ich an die Nordsee will, spare ich mir die Fahrt durch Holland. Der Klimawandel ist eine Realität, aber welche Rolle das CO2 dabei spielt? Keine Ahnung. Im Laufe der Erdgeschichte hat es schon immer riesige Temperatursprünge gegeben, ohne dass da irgendwie CO2 ausgestoßen wird. Vor 15.000 Jahren zum Beispiel sind die Gletscher nicht deswegen geschmolzen, weil der Neandertaler die erste Grillsaison eröffnet hat. Aber wie kann das sein? Die Klimaforscher sagen doch alle, im Wesentlichen sind die Zusammenhänge geklärt. Dazu muss man wissen, dass Klimaforschung alles andere als eine exakte Wissenschaft ist. In der Fachwelt, da gelten die Klimaforscher so ein bisschen als die Homöopathen. Beweisführung, Methoden, Modelle, das ist alles so ein bisschen huschi-fuschi. Und wer das nicht glaubt, der muss einfach nur den Weltklimabericht lesen. Dort steht auf Seite 774, also ganz weit hinten, Klimamodelle arbeiten mit gekoppelten, nichtlinearen, chaotischen Systemen. Dadurch ist eine langfristige Voraussage des Systems Klima nicht möglich. Was sagt uns das? Egal, ob Sie eine Versicherung abschließen oder die Welt retten wollen,
lesen Sie vorher das Kleingedruckte. Verstehen Sie? Was sagt übrigens die Bibel zum Thema Denken? Ich habe sehr, sehr lange recherchiert, bin ganz am Anfang fündig geworden im Alten Testament. Dort steht, wer vom Baum der Erkenntnis isst, wird mit Sterblichkeit bestraft. Ja, das ist genau genommen Denkverbot. Gut, Adam hatte damit eigentlich kein großes Problem. Der hat gesagt, Baum der Erkenntnis, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Ja? Und auch Eva hätte ewig im Paradies bleiben können. Aber mit so einem Typen? Ja? Und deswegen hat sie sich für die Erkenntnis entschieden. Und das nimmt die Kirche den Frauen bis zum heutigen Tage übel, weil sie sich fürs Denken entschieden haben. Gut, wobei natürlich in der Kirche gibt's schon auch hin und wieder intelligente Denkstrategien. Also wenn Sie mal zum Beispiel überlegen, vor 300 Jahren die Beweisführung von Hexenprozessen. In sich sehr, sehr durchdachtes Konzept. Und zwar hat man da die Frauen an Armen und Beinen zusammengebunden und hat sie in den Fluss geworfen. Wenn sie an der Oberfläche geblieben ist, war sie eine Hexe und ist danach verbrannt worden. Ist sie untergegangen, war sie unschuldig und ist ertrunken. Also man kann sagen, aus der Sicht der Kirche eine klassische Win-Win-Strategie. Und genau das ist der Grund, weshalb es heute im 21. Jahrhundert bei uns praktisch keine Hexen mehr gibt. Weil uns die Heilige Inquisition die Welt quasi besenrein übergeben hat. Weiß übrigens jemand, warum die Cola untergeht und die Cola Light schwimmt? Weil die Kalorien so schwer sind? Ja, gar nicht so dumm. Die normale Cola geht deswegen unter, weil in der normalen Cola Zucker gelöst ist. Und zwar 36 Gramm, 12 Stück Zucker. Fragt man sich natürlich, hat da die Flüssigkeit überhaupt noch Platz? Ja, denn wenn sich nämlich die Zuckermoleküle auflösen, schieben die sich zwischen die Wassermoleküle. Das heißt, die Flüssigkeit wird nicht mehr, sondern dichter und damit schwerer und sinkt deswegen zu Boden. In der Cola Light ist Süßstoff gelöst, aber viel weniger, noch nicht mal ein Gramm. Deswegen hat Cola Light etwa die Konsistenz von Wasser und bleibt deswegen an der Oberfläche. Interessant. Ja? Interessant und gleichzeitig auch paradox. Heute gilt bei vielen Frauen der Zucker als Teufelszeug. Vor 300 Jahren hätte er sie vom Scheiterhaufen bewahrt. Damals hat es ja auch noch eine vollkommen andere Bedeutung gehabt, wenn man gesagt hat, du, die Walpurga hat aufgehört zu rauchen. Ja, und heute werden die Gefahren des Rauchens trotz riesiger Aufklärungskampagnen immer noch gnadenlos unterschätzt. Mein Nachbar, der klopft sich jeden Tag 2 Päckchen Reval ohne Filter in die Lunge und bei einem Hustenanfall sagt er, oh, boah, scheiß Feinstaub, du. Leben ist unberechenbar. Und sind wir mal ehrlich, das macht ja irgendwie seinen Reiz aus. Ja? Wir leben in einem hochkomplizierten Zeitalter und je mehr wir davon wissen, umso verwirrender wird alles. Ja? Ich meine, früher war das Leben ja wirklich einfacher. Nicht leichter, einfacher. Noch im Mittelalter sind die Leute mit 35 gestorben. Da musste man sich nicht groß über sowas wie ein Rentenpaket Gedanken machen. Ja? Im Endeffekt zahlen wir schon noch einen sehr hohen Preis dafür, dass wir so viele Möglichkeiten und Freiheiten haben. Und dieser Preis heißt Orientierungslosigkeit. Weil wir nicht wissen, was wir haben, fragen wir uns immer wieder, was uns fehlt. Finde ich einen schönen Satz. Ich wiederhole ihn deswegen nochmal. Weil wir nicht wissen, was wir haben, fragen wir uns immer wieder, was uns fehlt. Und deswegen gibt es mittlerweile für die absurdesten Bedürfnisse einen Markt. Heute Mittag beim Hierherfahren bin ich an einer Autobahnkirche vorbeigefahren. Wozu braucht man Autobahnkirchen? Falls meine religiöse Raserei verfällt? Ich weiß es nicht. Ja, oder? Oder bei Karstadt gab es neulich Outdoor-Regenschirme.
Was ist der Sinn von Handy-Display-Polituren? Gibt's Handy-Display-Polituren? Oder von Hacklefeucht? Gut, wobei das nicht so schlecht ist. Also, ich sag's ganz ehrlich, ich nehme das nicht nur fürs Gesicht. Ja, und wenn die Sachen dann reduziert sind, drehen die Leute ja vollkommen durch. 20% auf alles außer Tiernahrung. Ja? In Bielefeld gibt es jetzt ein Bestattungsunternehmen, die bieten Rabatte für Seebestattungen an, wenn sie nachweisen können, dass das Opfer ertrunken ist. Viele haben jetzt schon für den Opa die Kreuzfahrt gebucht. Neurobiologen wissen schon seit langem, die Aussicht auf ein Schnäppchen lähmt die Großhirnrinde. Geiz macht also nicht geil, sondern doof. Und ich bin mir sicher, wenn die Lufthansa für 9,90 Euro Flüge zu ukrainischen Kläranlagen anbieten würde, die Kiste wäre ausgebucht. Ryanair, dieser Billigflieger, der jetzt so einen Schritt weiter, bieten nämlich sogar an Bord Glücksspiele an. Böse Zungen behaupten, die satteln einfach nur auf die alten Topolevs um. Da bekommt der Ausdruck russisches Roulette eine vollkommen neue Bedeutung. Ja, und genau deswegen können die wenigsten Leute mit Geld umgehen. 80% aller Lottogewinner stehen nach 2 Jahren finanziell schlechter da als vorher. 80%. Mein Nachbar, der hat vor einem halben Jahr ein 3er mit Zusatzzahl gehabt. Da ist nichts mehr von da. Zack, alles verjubelt, alles weg. Hat jemand von Ihnen Lotto gespielt, dass dieser Jackpot so hoch war vor ein paar Monaten? Ja? Und was gewonnen? Nee, seien Sie froh. Seien Sie froh. Was waren da drin? 43 Millionen Euro. Stellen Sie sich vor, Sie gewinnen auf einen Schlag 43 Millionen. Das überfordert komplett. Was bitteschön soll man mit so viel Geld anfangen? Ja. Gut, man könnte sich einen Fußballer kaufen, den bei sich damals Putzhilfe einstellen. Ja. Oder? Ja. Ja. So ein Ronaldo, ne? Ob der jetzt die Ecken schießt oder putzt, ist ja wurscht. Ja. Das ist Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage. Ja. Oder genau das Gegenteil, nehmen Sie mal so eine Trendsportart wie Piercing. Ja. Jeder, der sich piercen lässt, der sagt im Prinzip sowas wie, das unterstreicht meine Individualität. Also man kann sagen, Individualität als Massenphänomen. Und um das zu verdeutlichen, habe ich hier diese 4 individuellen Metronome mitgebracht. Die schubse ich jetzt einfach mal an. So. Also Sie sehen und hören, die Metronome ticken wirklich unabhängig voneinander, individuell. Das ist natürlich jetzt kein reales Abbild von unserer Gesellschaft. Wir sind zwar alle Individuen, sind natürlich trotzdem miteinander verbunden, beim Konsumverhalten, zum Beispiel über den Markt. Und diesen Markteinfluss, den kann man sehr, sehr schön mit Hilfe von dieser Schaukel hier demonstrieren. Da stelle ich die Metronome jetzt einfach mal drauf. Und lass die Schaukel los. Jetzt denken diese Metronome immer noch, ich bin total individuell. Geben wir mal einen Teil ihrer Individualität an diese Schaukel ab. Die fängt dadurch an, leicht zu schwingen. Dadurch werden die langsamen Metronome ein bisschen beschleunigt und die schnelleren ein bisschen abgebremst. Und dadurch entwickelt sich nach und nach, nach einiger Zeit, ohne äußeren Zwang, dauert noch ein bisschen. Ja, ein gemeinsamer Schwingungszustand. Nach und nach gehen die alle im Gleichschritt und die merken das noch nicht mal. Und genau so ticken wir auch. Deswegen auch der Ausdruck, verschaukelt werden.